Jo, hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Let's Play zu Warcraft 3 Region of Chaos. Ich denke, es gibt schon ein paar andere Videos hiervon, doch ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Wir befinden uns gerade im Kampagnenmenü auf Schwierigkeitsstufe schwer, wie man hier gerade sieht. In der Prolog-Kampagne Auszug der Horde. Dort sind wir, bin ich gerade im Kapitel 1, Visionen. So. Wollen wir einfach mal starten. Das ist die erste richtige Mission im Spiel. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. Die Geister sind ruhelos. Hauptquest, den Propheten suchen, den Anweisungen des Erzählers folgen, Exzellent. Den Propheten Ihr scheint suchen. Es ja kaum erwarten zu können. Gut. Als erstes müsst ihr aber lernen, wie ihr Sral Befehle geben könnt. Ah, ein Versucht nun Tutorial. Sral auf dem Weg zur nächsten Flagge. Meisterhaft vollbracht. Ah. Allerdings ist das Lager der Orks noch recht weit entfernt. Scrollt den Bildschirm nach Norden, sich? Damit ihr zur nächsten Flagge Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Dieses Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Sral es durchquert. So seht ihr, welche Gebiete ihr erforscht habt. Wählt Sral an und befehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Loktar, meine Krieger! Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling! Damit Sral und seine Truppen sich gemeinsam bewegen, müsst ihr sie zuerst alle anwählen. Nun sind eure Truppen angewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Ja, dies beinhaltet jetzt keine wirkliche Macht euch Action. Bereit. Ich spüre einen Gnoll voraus. Der erste Gegner. Okay. Wenn ihr Srals Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an und klickt erst auf den Angreifen-Button und dann auf den Gnoll. Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ich wähle lediglich meine Truppen aus und also mache einen Rechtsklick. Ja. Dann mal los weiter. Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Knolle ist nicht weit. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. Dazu wählt ihr alle eure Truppen an, klickt auf den Angreifen-Button und linksklickt dann auf den Boden in der Mitte des Knolllagers. Niemand wird überleben. Für Doom, Level gestiegen. Heldenfähigkeiten? Sehr gut. Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten-Button klickt, ändert sich die rechte untere Bildschirmecke und zeigt die Fähigkeiten an, die erlernt werden können. Eine Fähigkeit. Ihr könnt Srals Heldenpunkt für das Erlernen von Kettenblitz ausgeben, indem ihr in der rechten unteren Bildschirmecke auf den Kettenblitz-Button klickt. Schleudert einen verletzenden Blitz, der von seinem Ziel, das heißt einer feindlichen Einheit, zu einer Nähe befindlichen Feindwärter springt. Bei jedem Sprung wird weniger Schaden verursacht. Stufe 1. 85 Punkte Schaden, springt viermal. Okay. Das klingt doch schon mal ziemlich gut, würde ich sagen. Relativ starker Angriff. Kriegshäuptling! Wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murlockräuber entdeckt. Murlocks. Die Murlocks wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Sral seine neue Fähigkeit anwenden kann, klickt ihr erst auf den Kettenblitz-Button. Das macht doch ein wenig mehr Schaden. Einige Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt wurden. Diese spezielle Schatztruhe enthielt einen nützlichen Mana-Trank. Stellbar Beachtet bitte, dass der Trank Mana nun eines von Srals Inventarfächern in der unteren Bildschirmmitte einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Jene magische Energie, die ihm ermöglicht, Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Für die Ehre. Mhm. Dabu.
für die Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Für die Ehre. Thrall besitzt zurzeit nur wenig Mana. Nutzt den Mana-Trank, um Thralls Mana aufzufrischen, damit er ausreichend Mana... Ein Ogre. Würde die Bestie nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Ach, den nehmen wir einfach mit. Stufe 3. Ja. Liegt auch schon im Dreck. Für die Ehre. Was war denn jetzt? Ja. Da. Ja. Ah, viel Zeit kann man jetzt gerade nicht. Ist halt. Ja. So durch die Gegend gelatscht. Ein Tutorial. Ja. Was jeder kennt, was jeder liebt. Und da ist der. Der Prophet. Was sagt er denn? Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch scharrt. Und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir? Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. Ich kann mit Geister sprechen. Die Geistherren. So, das war jetzt die erste Mission-Tutorial. Ich würde mal sagen, dann geht's gleich weiter mit der ersten richtigen Mission. Hoffentlich.